Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Schulz-Zug ist im Heimatbahnhof stecken geblieben, lautete eine Schlagzeile dieser Woche nach der NRW-Wahl. Schaue ich mir den Kurs an, den Sie, Kolleginnen und Kollegen von der Linken, mit dem vorliegenden Antrag fahren, könnte die Schlagzeile lauten: Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ihr Antrag, eine erfolgreiche Integrationspolitik, erfordert eine soziale Offensive für alle. Er weckt nämlich den Eindruck, es herrsche große soziale Ungerechtigkeit in unserem Land. Wie weit man damit kommt, Kollege Birkwald, dem Wähler einzureden, es geht nicht gerecht zu in Deutschland, haben die letzten drei Landtagswahlen eindrucksvoll gezeigt. Man wird vom Wähler abgestraft. Und auch Sie von der ach sozialen Linken haben es in NRW, dem Bundesland mit dem höchsten Anteil an Empfängern staatlicher Grundsicherung, nicht in den Landtag geschafft. Damit ist klar, dass man weder mit dem Schlechtreden Deutschlands noch mit Linkspopulismus punkten kann. Und ich frage Sie allen Ernstes, werte Kolleginnen und Kollegen der Linken, in welchem Land geht es denn gerechter zu als in unserem? Deutschland ist ein funktionierender Rechtsstaat mit einem engmaschigen Sozialsystem. Dem Land und den Menschen geht es so gut wie lange nicht. Lassen Sie mich dies am Beispiel des Arbeitsmarktes einmal aufzeigen. Die deutsche Wirtschaft brummt. Wir haben ein gesundes Wirtschaftswachstum zuletzt von 1,8%. Auf dem Arbeitsmarkt jagt ein Positivrekord den nächsten. 43,8 Millionen Menschen, so viele wie nie zuvor, haben einen Job. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem Vierteljahrhundert tief. Und besonders bemerkenswert, die Jugendarbeitslosigkeit ist die niedrigste in Europa. Gleichzeitig geht der Stellenaufbau weiter. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik waren mehr als 31,7 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Wir müssen uns aber auch ins Gedächtnis rufen, dass eine solche Arbeitsmarktlage keine Selbstverständlichkeit ist. Grundlage dafür ist und bleibt eine stabile Wirtschaft, für die ein flexibler Arbeitsmarkt unabdingbar ist. Von ihm profitieren all jene, die ohne Instrumente wie die Zeitarbeit oder ohne wie die Möglichkeit, Arbeitsverträge zu befristen, weiterhin arbeitslos wären. Vor allem die Zeitarbeit schafft zusätzliche Arbeitsplätze. Sie ist auch eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit. Zwei Drittel der Zeitarbeiter waren zuvor ohne Beschäftigung. Das scheinen Sie vergessen zu haben. 30-50% weniger Lohn. Sonst würden Sie nämlich in Ihrem Antrag nicht erstens die Einschränkung von befristeten Arbeitsverträgen fordern, zweitens die Abschaffung der Leiharbeit fordern, drittens die Einführung einer Sonderabgabe für den Arbeitgeber von 0,5% der Lohnsumme. Sie fordern zudem die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktion. Ich bin sehr froh, dass wir als Union dies verhindert haben, das Prinzip des Förderns und Forderns, auf dem gute Arbeitsmarktpolitik beruht, ist richtig und wichtig. Solidarität ist keine Einbahnstraße. Der Sozialstaat muss verlangen können, dass jemand, der arbeiten kann und dem Arbeit angeboten wird, diese auch annimmt. Die Sanktionen sind ein wichtiger Mechanismus, wie es ihn überall in unserer Gesellschaft gibt und im Übrigen nach meinem Verständnis ein Zeichen von Fairness, Gerechtigkeit und Verantwortung, auch gegenüber den Arbeitnehmern, die durch ihre Arbeit überhaupt erst ermöglichen, dass es diese Sozialleistung gibt. Eine Abschaffung bzw. Absenkung der Sanktionen wäre auch im Hinblick auf die vielen Flüchtlinge, die im Hartz-IV-System angekommen sind oder auch noch weiterhin ankommen werden, das falsche Signal. Und hätte es dann noch sozusagen ein i-Tüpfelchen gebraucht, dann sind das Ihre 1.050 Euro, die dann jeder, der sofort hier in Deutschland ankommt, ab dem ersten Tag monatlich bekommen soll. Das würde eine explosionsartige Zuwanderung in unsere sozialen Sicherungssysteme bewirken und ich behaupte mittelfristig auch den Kollaps unseres Sozialstaates. Auf Ihre Finanzierungsvorschläge wäre ich gespannt. Oder lassen Sie mich an dieser Stelle einfach mal raten, mit einer weiteren Sonderabgabe kriegen wir das bestimmt locker hin, das dann auch zu finanzieren. Nein, lassen wir die Scherze. Ihre sozial verblendeten Vorstellungen mögen in Ihrem Wahlprogramm auftauchen. Mit der Realität in Deutschland haben Sie nichts, aber auch nichts zu tun. Deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Helfrich. Als nächster Redner spricht
Dr. Wolfgang Springmann-Kuhn für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.